Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es insgesamt um gleich drei Erfolge und alle drei sind quasi am selben Spot erwirtschaftbar. Wir schauen uns mal an, wo die sind. Einmal haben wir hier Ruf, Dragonflight und dann haben wir hier drei Achievements. Fürs Erste müssen wir Folgendes machen, beziehungsweise das heißt an die Natur zurückgeben und wir müssen 1000 Fische an den Angellöchern der Tuska aussetzen. Beim Zweiten haben wir mehr an die Natur zurückgeben, dann müssen wir das gleiche machen mit 1000 und beim Dritten haben wir noch mehr an die Natur zurückgeben, das müssen wir dann mit 5000 machen. Wo sind wir und was müssen wir genau machen? Ich befinde mich jetzt an einem von diesen Angellöchern. Das hier ist jetzt in der Küste des Erwachens auf den Koordinaten 63, 75. Und ja, es gibt immer zwei, die aktiv sind gleichzeitig. Ich habe jetzt hier eins in der Küste und hier drüben haben wir auch noch eins in Onara. Ich habe aber auch schon welche gesehen hier oben an den Koordinaten 33, 64 in der Küste. Und dann gibt es noch zwei andere, einmal in Taldrassus und eins gibt es dann dementsprechend auch noch im Azublauen Gebirge. Die hatte ich aber bis jetzt noch tatsächlich nicht gesehen. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten, das Achievement zu erwirtschaften. An jedem Angelloch, das bei euch aktiv ist, kriegt ihr täglich eine Quest. Hier ist es zum Beispiel bei dem Dude hier, einfach ein paar Fische auszusetzen. Wie läuft es? Ihr kriegt ein Netz, müsst dann hier unten an der Küste oder irgendwo hier euer Netz dreimal auswerfen und fliegt dann hier drüber und werft die Fische runter. Das könnt ihr jeden Tag einmal machen und bringt für einen Counter 20 Fische. Da ihr, wenn ihr die Tuska von Iskara ein bisschen höher habt, immer zwei von den Angellöchern gleichzeitig habt, könnt ihr täglich 40 Fische abgeben. Heißt, wenn ihr 5000 zusammenkriegen wollt, kann das eine Weile dauern. Ihr könnt es darüber machen. Oder ihr nehmt den zweiten Weg, den ich auch beschritten habe. Es gibt bei jedem Angelloch einen Dude, der nimmt auch Fische entgegen. Und zwar nimmt ihr immer 20 Fische von allen möglichen, die ihr angeln könnt. Wenn ihr die abgebt, dann würdet ihr wahrscheinlich vermuten, okay, ich gebe 20 Fische ab und es zählen hier 20. Falsch gedacht, es zählt hier immer nur 10 hoch. Also wenn ihr 20 abgibt, kriegt ihr 10 hier hoch. Das erste Mal in der Woche, wenn ihr jede Art von Fisch abgibt, kriegt ihr Ruf, ich glaube, bei den ersten 500, bei dem letzten, das sind diese grünen Fische, gibt es 200. Jedes weitere Mal abgeben bringt nur 5 Ruf bei den Tuska der Iskara. Ihr könnt da theoretisch einen Haufen Kohle rein investieren und eure Tuska-Ruf extrem schnell hochballern. Ich habe das jetzt fürs Achievement gemacht und habe mir 10.000 Fische gekauft, nicht ganz. Ich hatte schon ein paar über die World Quest und habe die hier mal reingepumpt. Hat mich ein bisschen, 100, 150.000 hat mich das gekostet. Kann man jetzt überlegen, ob man das macht. Man kann auch sagen, ich mache jetzt jedes Mal die Daily und gebe nur weekly einmal die Fische ab für den vollen Ruf. Dann werde ich aber wahrscheinlich einige Wochen, Monate brauchen, bis ich das Achievement habe. Ich dachte mir, ich hau mal die ganze Kohle da rein, hab's Achievement und hab dann dementsprechend eine Ruhe. Das ist jedem so ein bisschen selbst überlassen. Ich vermute, die Fische werden jetzt auch in den Laufe der des Expansions noch günstiger werden. Ich habe das jetzt relativ am Anfang gemacht, da waren die so medium teuer. Ich glaube, ich habe 15 Gold für so einen Fisch gezahlt. Könnt ihr euch ausrechnen. Ist schon ein bisschen was an Kohle, aber ja, zumindest ist das Achievement rum und ich muss hier dann nicht mehr her, sobald ich auch meinen Ruf fertig habe, der ja. Das zeichnet sich jetzt bald ab, dass der auch fertig ist. Gut, das war eigentlich so, dass ich euch zeigen wollte. Diese Fische könnt ihr, wie gesagt, bei allen Angellöchern abgeben. Wenn ihr es bei dem einen abgebt, das erste Mal und denkt, bei dem anderen gebe ich es jetzt auch nochmal ab und nochmal den vollen Ruf mitzunehmen. Nein, das funktioniert nicht. Also, wenn ihr es bei einem abgebt, dann ist es quasi für die Woche insgesamt abgegeben und ihr kriegt nur noch 5 Rufe für jeden weiteren. Aber wenn ihr halt ein paar tausend Fische da abgibt, dann sind 5 Ruf pro dementsprechend. Summiert sich dann auch ein wenig zusammen. Gut, das war's, was ich euch zeigen wollte für den kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, für den einen oder anderen hat das ein bisschen was gebracht und hilft euch weiter. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.